Oh, nee, aua, aua, noch nicht, aua, ah, ich hab schon gedrückt. Stopp. Ich krieg das nicht auf. Wie wär's mal mit drehen? Hab ich doch. Soll ich mal drehen? Knacken. Wie im Film gerade bei der Schlägerei. Da hat's aufgeknackt und dann war die Nase durch. Es schäumt. Ich will ja auch nicht so viel, nein, du trinkst es eh nicht. So. Das andere ist für dich. Ich brauch das nicht. So, bitteschön. Soll mal sehen, vielleicht brauchst du auch die ganze Glas bei den Tüten und dann so. Ach, du meinst, vielleicht brauch ich ja die ganze Flasche bei einem Chip, bei einem einzigsten, bei der einen Tüte. Toll. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge. Eigentlich Ramses Kitchen, aber ich will mal wieder was testen mit dem Muttertier. Eigentlich ist es eine Schärfe-Challenge für sie und ein Tasting für mich, denn die Shania hat ja ein paar Sachen geschickt. Sachen, die ich schon kannte. Dann hat der Kevin was geschickt, Sachen, die ich schon kannte. Ich dachte, dafür musst du ja eigentlich gar kein Tasting machen. Das hast du ja alles schon mal vorgestellt. Obwohl bei den Fireland Foods Dingern weiß ich gar nicht. Ich habe aber gewusst, ich habe bei mir noch so eine Tüte hier rumliegen. Das ist von Pepper King. Extrem scharf Habanero Popcorn. Das habe ich damals mal gesehen, mal mitgenommen. Das habe ich noch nie getestet. Deswegen dachte ich, wir machen ein großes Video. Das Habanero Popcorn, die Habanero Tortillas, die Habanero Kesselchips und die Fireland Foods. Kesselchips, auch mit Habanero, aber nicht von Pepper King, sondern von Fireland Foods. Und weil die Mama das alles nicht kennt, wollen wir das mal mit ihr zusammen machen. Das heißt, wir haben hier vier Tüten. Fire Foods Kesselchips mit Habanero-Geschmack. Wir haben Pepper King Habanero Kesselchips. Hasta la vista, Baby. Hier mit dem Ghost Rider drauf. Und hinten mit dem dicken Mann mit dem Unterhemd. Außerdem hat der Adi die Tüte schon hier unten aufgerissen und deswegen müssen die jetzt eh weg. Genauso wie hier die Habanero Tortilla Chips. Da hat er aber auch unten die Tüte aufgerissen, deswegen muss das weg. Und das kann man ja gleich dazu noch testen. Wir fangen jetzt aber an mit, was ist denn? Nee, da sind wir schon auch noch hinten. Ja, das ist immer dasselbe, Mann. Weißes Unterhemd und das war's. Ja. Das ist der Pepper King, Mann. Ach, er heißt so wahrscheinlich. Fireland Foods kennt ihr vielleicht noch von der End of Sanity Soße. Die ist nämlich von Fireland Foods gewesen. End of Sanity war auf jeden Fall eine richtig gute Soße. 200.000 Scoville gehabt. Die war richtig stark. Mit, glaube ich, auch Carolina Reaper drin. Hier steht jetzt einfach nur Kartoffelchips in Schale geröstet mit scharfem Chili-Geschmack. Kann Milch enthalten. Noch, da wird es gleich noch neutralisiert das beim Essen. So. Kesselchips Habanero, Achtung scharf. Das ist eigentlich eher eine bunte Packung. Die sieht ja eigentlich, wie gefällt dir die? Wenn du das siehst, würdest du das kaufen. Sieht so comic-mäßig aus, ist alles gemalt. Macht dir jetzt nicht unbedingt Angst, oder? Da denkst du, okay, sind halt ein paar Chips. Gibt es ja immer mal mit Paprika oder auch mal mit Chili. Aber die sind mit Habanero, Habanero. So, greif mal rein, nimm dir mal eins. Riech mal dran. Genau. Du riechst nix, riecht muffig, wie immer. Deswegen. So, nimm halt mal einen und dann probier mal. Wenn du einen gekaut hast, kannst du ja noch einen zweiten nehmen und den auch kauen, damit sich das ein bisschen entfaltet. So, mal ein. Dann einen zweiten hinterher. Ich finde, nach dem ersten merkt man erstmal gar nichts. Ach ja? Sobald man den zweiten aber ansetzt, merkt man was. Ich muss schon sagen, ich merke schon Tränchenbildung. Mhm. Meine Augen werden schon wässrig. Ich merke ein Brennen im Rachen, im Mund, im... Also wenn du jetzt sagst, du merkst nichts, dann würde mich das auf jeden Fall wundern. Kesselchips Habanero, aber bis jetzt würde ich glaube ich sagen, ich merke freilich was, aber dass sie gar nicht so extrem sind, wie das bei den Pepper King immer war. Die Pepper King, da konnte ich immer nur einen essen, der war tot. Die
die könnte man bestimmt sogar noch ein und noch ein und noch ein. So irgendwie. Würdest du aber nicht kaufen, oder? Nee. Aber der Mama ist es nicht scharf genug. Deswegen möchte die gerne. Außerdem steht es ja dran, dass es scharf ist. Sowas würde ich, wenn es draufsteht, würde ich sowieso nicht kaufen, wenn draufsteht scharf. Oder? Ja, aber da steht nur Achtung scharf. Und das heißt ja nichts. Wenn du jetzt vergleichst mit diesen hier, Pepper King. Was ist immer schärfer? Habanero Kesselchips. Und dort steht extrem scharf. Von Kindern fernhalten. Eigentlich, wenn beides Habanero ist, müsste es ja beides gleich schmecken. Wenn man aber hier schon die Verpackung sieht, gerade auch mit diesem brennenden Totenkopf, mit diesem extrem scharf, mit Achtung von Kindern fernhalten und alles andere. Kannst du gerne. Würde man jetzt denken, dass das bestimmt viel schlimmer ist als das erste. Wie gesagt, das erste kam mir jetzt gar nicht so brutal vor. Pepper King liefert Ihnen die scharfen Produkte, die Sie wünschen. Schauen Sie einfach ins Regal Ihres Lebensmittelfachhändlers oder bestellen Sie direkt in unserem Online-Shop Kartoffelchips mit Habanero-Chili. Ich mach mal die mal auf. Das ist im Prinzip wirklich genau das Gleiche, weil es sind ja auch beides Kesselchips. Kesselchip hier, Kesselchip da. Ich bin aber auf der Lippe. So, bitteschön für dich. Ich habe dir mal einen rausgesucht. Soll ich da noch was merken? Und jetzt mal gucken, wie der dir schmeckt. Guck, ich habe auch einen. Halt den mal hier so in die Kamera. Das, komm mal da schon mal, gib mir mal den kleinen. Gib mal bis vor, damit man richtig sieht. Das ist der Mama ihrer und das ist meiner. Meiner ist ein bisschen kleiner. Ein bisschen ist gut. Ja, probier den mal genau. Ich probiere jetzt auch mal. Ist noch ein klein hinterher. Das muss ich erst mal würgen. Da ist mehr dran. So, merkst du jetzt den Unterschied zu den anderen? Ja, ich merke, dass mir die Nase läuft, ja. Es brennt. Die Nase läuft, das war beim ersten noch nicht. Es brennt. Es brennt. Mhm. Ich finde von der Schärfe her so, fand ich jetzt nicht unbedingt, dass das... Ich finde schlimmer als den anderen. Wäre schlimmer. Kann ich nachvollziehen, ich wollte genau was anderes sagen, aber kann ich nachvollziehen, der ist schlimmer. Auf der einen Seite könnte man ja denken, der erste hat schon so gebrannt, dass das, was relativ gleichwertig ist, jetzt nicht mehr so einen sehr großen Effekt auslöst. Aber ich muss sagen, der hier hat wieder einen ganz anderen Geschmack. Der war irgendwie unscheinbar und hat dann einfach gebrannt. Und hier hast du direkt, wenn du das erste Mal den nur berührst, merkst du richtig das Pulver, was auf dem Chips liegt, so richtig, als würde sich so eine Staubwüste im Mund ausbreiten, die direkt sich an alles ranlegt. Also hier würde ich genau merken, dass da wirklich was drauf ist. Ich finde, die haben einen ganz anderen Geschmack. Und wenn du natürlich dann schon angeheizt bist und hinterher ist es dann, selbst wenn alles genau die gleichen Scoville hätte, ist es ja dann die Menge, je mehr Chips du isst, dass es dann schlimmer wird. Ich würde trotzdem lieber diese Pepper King Habanero Kesselchips nehmen oder essen. Weil ich finde, die schmecken besser. Mir nicht. Die sind auch ein bisschen schärfer. Für mich sind die hier besser, weil die haben einen Geschmack gehabt für mich. Aber die sind jetzt einfach nur scharf. Ich hatte halt hier den Geschmack. Ich finde, das ist halt so ein eigener, präsenter Geschmack direkt. Und danach kommen die Schärfe. Bei den anderen habe ich eigentlich, weiß ich nicht, nichts geschmeckt. Und dann kam Schärfe. Das heißt, der Mama, ihr Favorit ist also die Kindertüte, die bunt ist. Ich möchte gerne die brutale Böse, also das würde ich eher, das würde ich eher unterstützen. Das Design, die Marke, das alles hin und her gefällt mir irgendwie besser. Jetzt hast du dasselbe aber nochmal, nur nicht als Kesselchips, sondern als Tortillas. Die ja eigentlich viel kräftiger und dicker sind und so Maiszeugs. Die
Pepper King Habanero Tortilla Chips, auch extrem scharf und von Kindern fernhalten. Auch wieder mit dem Mann hinten drauf. Ich mag ja eigentlich keine dünnen Chips, das habe ich dir ja vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich lieber Tortillas und so esse. Hier ist auch das Gute, egal welchen du nimmst, die sind alle gleich groß. Ja, dort sind die Chips so extrem unterschiedlich groß, aber hier ist einfach jeder gleich. Du darfst auch gleich den ersten nehmen. Nehme ich mir auch gleich ein, dann kannst du direkt mal probieren, wie das schmeckt, ob die schärfer sind. Die stinken ja. Ja, die riechen nach Kuhstall, aber trotzdem. Echt? Bisschen muffig, wie altes Heu, wo jemand drin gestorben ist. So. Ja, Heu riecht ja eigentlich gut, aber das riecht nicht gut. Kuhstall trifft schon eher, ja. Echt jetzt mal. Und genauso schmecken sie. Ah, muffig. Nee. Nicht mein Fall. Da waren die noch besser und die auf jeden Fall. Aber die geht gar nicht. Nein. Willst du natürlich noch einen zweiten? Nee. Davon gar nicht. Wegen dem Geschmack. Oh, der Geschmack ist eklig. Aber die Schärfe, merkst du da jetzt nichts, oder was? Geht, weil die ersten Pepper King, also die zweite Tüte, hat so sehr gezündet, dass sie das jetzt alles hat und das gar nicht mehr zünden kann. Ich muss auch sagen, ich merke ja auch keine Steigerung der Schärfe, weil das vom ersten jetzt einfach schon da ist. Aber der Geschmack ist abweichend. Und das jetzt mehr Sinn. Ach, lustig, dass bei der ersten Tüte die Augen ein bisschen gedreht haben und jetzt mittlerweile gar nichts mehr drehen. Alles irgendwie vorbei ist. Ich würde sogar sagen, das sind meine Lieblings ab jetzt. Nee, um Gottes Bei dir nimmt's ab, du fandest die ersten am besten, dann die zweiten, die dritten sind die schlimmsten. Bei mir wird's immer besser, weil ich mag die Konsistenz und die kann ich irgendwie gerade besser essen als die anderen. Die anderen haben bei mir mehr ausgelöst als das jetzt. Schmeckst denn du das überhaupt nicht, dieses... Doch, aber ich esse gerne Kuhstall. Und dann haben wir noch als letztes, als viertes, was ich selber auch noch nie probiert habe. Ja, brennt du es auf der Zunge. Das Habanero Popcorn, auch extrem scharf von Kindern fernhalten. Pepper King. Habanero Popcorn, ihr ganzen Pepper King Leute. Habt ihr schon mal Habanero Popcorn gegessen? Du isst ja eigentlich recht gerne Popcorn, ja. Deswegen bin ich mal gespannt. Hier, greif mal rein. Da sind wohl auch so Spelzen dabei, ja. So hier, so richtig wie Popcorn ist, ja, mit diesen... Carolina Reaper Spelzen. Zeig mir das Riech hier. Vom Habanero. Ja, riechen tut's gut. Riechen tut's gut. Muss man mehrere nehmen, oder was? Du kannst ja erst mal eins probieren. Das riecht irgendwie trotzdem fast normal. Mal zwei. Da ist auch wieder der Kopf drauf. Schmeckt trotzdem ein bisschen butterig und salzig. Den Habanero-Geschmack können wir wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so rausschmecken, weil wir den ja von den anderen Sachen schon drin haben. Deswegen schmeckt das gerade einfach nur wie normales Popcorn. Ich meine, ja, wenn du mehr isst, ne? Ja, wenn du mehr isst, ändert sich es bestimmt nochmal, aber jetzt würde ich sagen, das ist jetzt meine Lieblingssorte. Und weil das gerade am angenehmsten ist. Wir gucken nämlich gerade hier so einen brutalen polnischen Film. Furiosa heißt der. Ich glaube, das kann man gut jetzt dazu essen. Während die sich da die Köpfe einschlagen. Wie findest du es jetzt? Weil das erste war ja der Liebling, die Kesselchips. Bleibt.
Bleibt mein Liebling. Und dann das. Ja, obwohl bei Popcorn ist er normalerweise ein bisschen so knusprig, oder? Und der ist ein bisschen, die sind weich. Ja, die Tüte liegt jetzt schon drei Jahre im Schrank. Weil vielleicht ein Loch drin war oder wie auch immer. Guck mal, hier steht bis 26.01.23. Mhm. Jetzt ist schon Januar 23 und wenn du sowas kaufst, ist es immer so halbes bis dreiviertel Jahr haltbar. Wie es beim Popcorn ist, weiß ich nicht. Nein, aber ich finde das eigentlich gut. Also das schmeckt mir sogar, ist auch nicht so fettig, weil es ja keine Chips sind, ist halt Popcorn. Ich denke, ist das vielleicht eine gute Sache. Popcorn. Ich hatte ja auch schon mal das Tabasco-Popcorn. Das gab ja mal im Kaufland. Die haben Popcorn in Tüten gehabt von der Tabasco-Brand, aber grüne Tüte und eine rote Tüte. Haben sie Tabasco-Popcorn mit scharfem Geschmack gehabt. Das fand ich damals auch irgendwie cool. Von dem habe ich gedacht, Respekt, das ist bestimmt wieder richtig brutal, weil die Chips immer so brutal sind. Aber mittlerweile merke ich, durch die ganzen Soßen-Challenges und die ganzen Carolina Reaper-Sachen und hin und her, bin ich für mich jetzt vielleicht doch schon ein bisschen gewöhnt, sodass ich es diesmal gar nicht so scharf und so schlimm fand wie sonst. Als ich das erste Mal diese Habanero-Kessel-Chips probiert habe, habe ich eingegessen und habe gesagt, das kann kein Mensch essen. Das ist so einfach nur scharf, du hast auch nichts dazu, ist einfach nur so. Aber jetzt konnte ich hier ein paar essen, eine ganze Handvoll, also ja, kann man sich also antrainieren. Deswegen sag nicht immer, ich soll nicht so scharf essen, sag, du musst mehr scharf essen, damit du dann irgendwann das genüsslich essen kannst und keine Probleme mehr hast. Ansonsten, das ist für mich jetzt die beste Düde und die kann ich auch noch nicht, deswegen, die hat auch keinen kartoffelfettigen Muffgeschmack, das ist einfach nur trotzdem wie süßes Popcorn irgendwie, mit aber einer scharfen, feurigen Note gleichzeitig, sehr interessant. Wenn ihr das nicht kennt, probiert mal das Habanero Popcorn von Pepper Kings oder halt im Kaufland irgendwo, wenn ihr seht, das Tabasco Popcorn ist auch so ähnlich, nur dass das hier schärfer ist. Möchtest du noch was sagen? Was soll ich noch sagen? Ich würde mir trotzdem keins von den allen kaufen, weil ich nicht scharf esse, deswegen. Für dich habe ich noch normales Popcorn drin. Ja, ganz normal. Dankeschön, dass du dabei warst. Ketchup oder so. Wir haben auch noch einen Zuschauer hier. Der liegt die ganze Zeit da drüben und guckt zu. Adi, Schatz, du wolltest diesmal nix. So, und da ist der Furiosa-Film, wenn euch das interessiert. Für draußen Challenges aufzunehmen, ist es nämlich meistens jetzt zu dunkel und zu... zu dunkel und zu kalt und es passt einfach nichts mehr. Winter, komische Zeit immer. Deswegen probiert man das jetzt hier drin aus. So. Ansonsten danke ans Muttertier. Viel Spaß euch. Wenn ihr das schon kennt, schreibt es mal rein. Wenn ihr das kennenlernen wollt, dann besorgt es euch mal. Gibt es ja wahrscheinlich überall. Einfach mal auf die Pepper King Seite oder so. Oder bei Fireland Foods gucken. Gibt es bestimmt tolle Artikel für euch. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Muttertier und ciao. Ciao. So, jetzt will ich aber trotzdem mal kurz die... Da ist jetzt dieser Kopf drauf, weil es alles vom Pepper King ist. Deswegen ist dieser Kopf drauf, dieser feurige. Ne? Das ist ja, eindeutig, das ist genauso aus wie der Ghost Rider, wie der... Nicolas Cage, Pepper King, Habanero, genau. Kessel, Pepper King, Habanero, Tortilla, Pepper King, Habanero Popcorn, Kesselchips, Habanero. Das andere ihre Milch getrunken. Das passt halt überhaupt nicht dazu. Einfach so, hallo, wollt ihr Chips? Passt nicht dazu, stimmt. Und